Hallo, mein Name ist Dieter Kaspari. Wenn ihr wollt, nehme ich euch mit in meine Welt der Fotografie, der bluesigen Musik und der Geschichten, die daraus entstanden sind. Hey, in Arbeit, in Progress. Nicht Folge 8, Bonus. Alles dreht sich und alles fließt. Ich hatte eigentlich vor, noch so ein bisschen so aus dem Musikerleben und Fotografenleben zu erzählen, so kleine Geschichten und so, aber dann kommt man wieder ran, wenn man so sagt, vom Hölzchen auf dem Stöckchen. Ja, zum Beispiel so Geschichten, man spielt in West-Berlin und clever wie der Tourmanager war, hat er natürlich das Hotel im Osten gebucht, weil wir danach eine Woche in der ehemaligen DDR getourt sind und ich musste dann nachts zwei, drei, vier, ich weiß es nicht mehr genau, mit vier stark alkoholisierten japanischen Musikern über den Checkpoint Charlie in den Ostteil der Stadt. Und das war eh ein Kulturschock. Im Westen war der Mops los, im Osten war alles stockdüster. Und ich durfte ja als Westdeutscher überhaupt nicht mit darüber. Ich hätte dann zur Bornholmer Straße gemusst, oder glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall habe ich zu dem Grenzer gesagt, ja gut, mache ich. Ne? Man wollte ja nett und freundlich sein, aber dann muss ich die Jungs hier lassen. Und dann hat er hinten ins Auto reingeguckt und großes Hallo und so. Er ist auch zu seinem Vorgesetzten gegangen und dann durfte ich, und ich denke mir, es gibt wirklich wenig Leute, die da über den Checkpoint Charlie, Westdeutsche, die über den Checkpoint Charlie in den Ostteil der Stadt durften. Das ist mir da gelungen. Das war eh eine tolle Reise. Na gut. Oder dass ich 7, 8 Jahre bevor Fräulein Menke den Song gesungen hat, mit dem Tretboot in Seenot, wirklich tatsächlich mit dem Tretboot, also mit der ganzen Band, in Seenot geraten bin, und zwar auf der Alster in Hamburg. Man hatte uns gewarnt, nicht zu weit rauszufahren, weil Unwetter im Anzug war, aber wir waren halt knallharte Jungs, wir sind raus. All solche Geschichten. Ich könnte, wie gesagt, vom Hölzchen auf dem Stöckchen, ich könnte anfangen und stundenlang darüber erzählen. Machen wir aber nicht. Aber ich wollte mich verabschieden jetzt mit der achten, mit zwei Songs, zwei Blues-Songs, die sehr unterschiedlich sind, die ich aneinandergesetzt habe, auch direkt, die ich auch vollkommen hart unterschiedlich bebildert habe. Das ist einmal Sohn des Morgens Türsche, übersetzt Frühschoppen. Und der zweite Song ist Sommerzitt. Und beide, wie gesagt, sind vollkommen unterschiedlich bebildert. Der eine schwarz-weiß und der andere Song mit schönen Naturfotos. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann auf meinem Konzert. Bleibt alle gesund. Bis denn. Tschüss. Ich komm noch her, nü so da durch, jänge zu Zug, ein jänge Fisch. Ich sag Frau, was ist hier los? Da seht mich Frau, hau dich doch selbst jede in Pan.
Scharhungerwiele Lülöf. Der Kühlschrank ist leer. Ob du von uns schämst. Da seht mein Frau. Du Löfer, du Ströfer. Setz dich ein Tier. Kick dat. Piet, ja, mich noch. Du kriegst keine mehr, du hast hier noch. Thank you.